freue mich sehr, hier zu sein. Es wurde gerade schon gesagt, dass ich auch als Journalistin arbeite. Also ich bin Kolumnistin bei der Berliner Zeitung. Und es ist insofern wichtig, dass ich hier als Wissenschaftlerin vor euch stehe, aber eben auch so ein bisschen Erfahrung habe mit journalistischen Praxis. Und das Ziel dieses meines kurzen kleinen Vortrags ist, uns anzugucken, wie wird der Osten heutzutage in unseren Medien, gerade vor allem auch in den überregionalen Medien dargestellt? Wo gibt es Probleme und jetzt merkt man wieder, ich komme aus Berlin, welche Konsequenzen hat das potenziell? Ja? Und sich dann anzugucken, was wir häufig eben hören, ist, es ist die Schuld von Journalistinnen. Und ein Punkt, den ich heute gern machen möchte, ist, dass die Probleme, die wir haben, auch in der Repräsentation des Ostens, dass es eben nicht an einzelnen Journalisten und Journalistinnen liegt, sondern dass es dafür strukturelle Probleme gibt. Und die möchte ich mir heute angucken, möchte euch quasi mitnehmen und idealerweise euch auch noch zeigen, was man potenziell quasi, wie man gegensteuern kann im journalistischen Alltag. Ich muss ja das Rad nicht neu erfinden, ja, und ich werde euch auch nicht sagen, wie man die Welt besser machen kann. Aber was mir halt wichtig ist, ist, wir gucken uns an, welche Probleme gibt es, welche historischen, strukturellen Gründe und potenziell auch Perspektiven für die Zukunft. Und da, das ist weg. Sorry, jetzt ist wieder da. Okay, cool. Ich bewege mich einfach nicht. Wahrscheinlich kennen wir alle das bekannte Spiegel-Titelblatt, so ist er, der Ossi. Da könnte man natürlich mal wieder fragen, also für die, die das irgendwie nicht komisch finden, wie wäre es, wenn da stehen würde, so ist er, der Wessi. Also quasi die Erklärung des Ostens auf dem Titelblatt des Spiegels ist ein ganz bekanntes Beispiel, aber wir haben diese Beispiele immer wieder. Und das sind nicht Einzelfälle, sondern da gibt es Muster dahinter. Also für die, wahrscheinlich könnt ihr es jetzt hier gerade nicht sehen, sowas wie im Spiegel dann auch, Ostdeutschland ist einfach ein Sonderfall, der fremde Osten oder eben auch, warum sind gerade Ostdeutsche so krawallig? Jetzt muss ich hier mal... Das heißt, ich habe gerade gesagt, da gibt es, das sind Muster, das heißt, es gibt Studien dazu. Und in diesen Studien wird ganz klar, da wird quasi belegt in Zahlen, dass der Osten in unseren Medien vor allem eben auch als eine homogene Region erstmal rüberkommt. Das heißt, es wird gar nicht unterschieden zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Nein, der Osten ist halt der Osten. Natürlich, wenn wir uns jetzt irgendwie Westdeutschland angucken, wissen wir ganz genau, Hamburg ist was anderes als Bayern. Und wir würden nie einfach vom Westen reden. Aber häufig halt, wie wir in den Medien über den Osten reden, ist es halt eine Zone, die immer auch irgendwie andersartig ist, also die erstmal erklärt werden muss. Und das mit etablierten Narrativen. Das heißt, der Osten ist fremdartig. Der wird erstmal quasi den Leserinnen, die vor allem eben doch Westdeutsch-Leserinnen ist, erstmal erklärt. Und das meistens mit einem Duktus, den quasi Auslandsduktus, das kennen wir alle, wenn man erstmal erklären muss, wie ticken die denn dort? Und wie sie ticken, und das wird eben auch in diesen Studien gezeigt, ist, dass der Osten immer auch rüberkommt als so eine Negativabweichung. Also irgendwie ist der Osten nicht ganz normal, also normal nach westdeutschen Standards. Das heißt vor allem, wenn wir uns angucken, wie über den Osten gesprochen wird, vor allem eben meistens in Bezug auf Rechtsradikalismus, also der Osten ist rechts, der Osten ist demokratieunfähig, irgendwie schaffen die es im Osten nicht, normal zu leben. Was auch immer normal ist. Und also quasi ein Fazit dessen ist, der Osten ist irgendwie thematisch öde. Ja? Also es sind halt immer auch die ähnlichen oder die gleichen Themen. Also es kommt vor allem eben Rechtsradikalismus, auch Arbeitslosigkeit und Negativstimmung. Im Osten wird also gemeckert. Für diejenigen von euch, die sich dafür sehr interessieren, kann ich diese zwei Studien empfehlen. Ich habe auch eine dabei, kann ich nachher gerne mal rumgeben. Die Ostdeutschen in den Medien, das kam schon 2009 raus. Das ist wirklich eine sehr gute Studie, wo im Prinzip noch der Bogen weit gespannt wird und sich noch die deutsch-deutsche Spaltung angeguckt wird und gezeigt wird, wie quasi sich Narrative von damals bis heute durchziehen, dass der Osten halt immer was anderes ist. Und das jetzt Ostdeutschland und die Ostdeutschen als Erzählung ist quasi eine Art weitere oder Fortführung dieser ersten Inhaltsstudie. Also kann ich sehr empfehlen für die, die sich das vielleicht ein bisschen reinlesen möchten. So, und wie sieht es jetzt ganz praktisch im
als Beispiel aus. Also ich habe mir jetzt mal so ein paar Beispiele für euch irgendwie rausgepickt und möchte mich ganz besonders auf den ländlichen Osten konzentrieren. Und das sind vielleicht so Dinge, die uns erstmal gar nicht auffallen als komisch. Ja? Hier jetzt im Tagesspiegel, der ländliche Osten, in the middle of nichts. Also ist ein guter Titel. Aber was impliziert in the middle of nichts? In the middle of nichts impliziert, da gibt es nichts. Der ländliche Osten ist quasi öde. Es gibt keine Sozialstrukturen, es gibt keine Menschen, die irgendwie was hinkriegen, was nur irgendwie im weitesten irgendwie interessant sein könnte. Also es gibt einfach nichts. Und hier ist quasi die Idee, dass erst die Städterin, die quasi in the middle of nichts quasi so eine Art Kommune bilden, dieses Nichts besiedeln. Zweites Beispiel. Der Spiegel ist immer so ein gutes Beispiel, weil da so viele schöne Negativbeispiele kommen. Können wir Großstädter die Provinz retten und sie uns? Also hier haben wir wieder, wir haben immer Stadt-Land-Gefälle und hier geht es eben wieder darum, die Provinz, also vor allem die ostdeutsche Provinz, weil es eben nichts gibt, muss durch Städterinnen, die diese besiedeln, erst quasi entwickelt werden. Also immer auch dieses Narrativ von rückständig, irgendwie ist der ländliche Osten leer. Und das dritte und letzte Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das ganze Zorn eines Dorfes. Und hier haben wir jetzt wieder die zornigen, bösen, krawalligen Ostdeutschen, die sich quasi aufregen über die Besiedelung ihres Dorfes. Und jetzt haben wir wieder Städterinnen, die in the middle of nichts ziehen und hier jetzt quasi auf Aggression stoßen, weil die Menschen sich halt ausgestoßen fühlen aus ihrem eigenen Dorf. Wieder ist auch hier, Kommunen werden einfach als negativ, als krawallig beziehungsweise als nicht offen dargestellt. Jetzt ist meine Frage, wie ich vorhin schon sagte, es ist leicht zu sagen, das sind jetzt irgendwie Journalisten, die schreiben darüber, das ist irgendwie deren Sozialisation, aber meine Frage ist halt, ist es das wirklich? Oder gibt es dafür nicht viel tiefere Gründe? Und wo muss man hier ansetzen? Also ist meine Frage, was sind die strukturellen Gründe für die Art und Weise, wie vor allem eben der ländliche Osten in den Medien dargestellt wird? So. Und jetzt wurde schon gesagt, ich habe promoviert als Historikerin, deshalb nehme ich euch mal ein bisschen mit jetzt in die Geschichte. Geschichte rockt. Also, der Exkurs, die verpasste Pressetransformation 1989, 1990, dazu habe ich promoviert. Seid froh, dass ihr hier seid, sonst würde ich euch dazu Stunden was erzählen. Ihr kriegt jetzt die ganz kurze Version. Und zwar ist die These, dass im Jahr 1989, 1990, wo wir immer sagen, so Pressetransformation, alles hat sich geändert, jetzt haben wir freie Presse im Osten. Meine These ist, ganz so toll war es nicht. Und dass letztlich eine Pressetransformation eigentlich verpasst wurde. Warum? Achso, für die, die dieses Bild nicht kennen, das war der Alexanderplatz im November 89, die Massendemonstrationen, auf denen freie Presse und freie Medien gefordert wurden. Das heißt, wir hatten im Jahr 89 die Großdemonstration, wo ein ganz großes Ziel war, die DDR-Medienreform. Das hieß vor allem für eine demokratische Presse und ganz wichtig gegen das SED-Informationsmonopol. Jetzt gibt es hier viele junge Leute, die wissen, was die SED war. Das war die Staatspartei in der DDR. Die hatten ein strukturelles Informationsmonopol. Das hieß, die hatten quasi Monopolzeitungen in verschiedenen Regionen Ostdeutschland, was heute Ostdeutschland ist, damals DDR. Und das Informationsmonopol sollte quasi zerschlagen werden, auch strukturell. Das hat auch funktioniert. Im Jahr 1990 gab es in der DDR so eine Art Zeitungsexplosion. Also in diesem ein Jahr Transformation zwischen Fall der Berliner Mauer und deutsche Einheit haben sich fast, also die Zahl stimmt für diesen Zeitpunkt nicht ganz, aber so 100 neue Zeitungen gegründet. Für ein Land wie die DDR oder heute der Osten eine unglaublich hohe Zahl. Also es gab quasi so eine Art Aufwind und die Leute wollten über Zeitungen, über Medien Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit und eben auch Medien ganz anders leben. Also es gab so eine Art Aufwind und gleichzeitig parallel dazu gab es aber eben auch die Erschließung des ostdeutschen Pressemarkts durch westdeutsche Verlage. Das hat auch im Jahr 1919 stattgefunden. Und hier haben quasi westdeutsche Verlage ganz frühzeitig angefangen, ostdeutsche Zeitungen untereinander
aufzuspalten und was aufzuteilen. Und was letztlich bei rumgekommen ist, dass es anstatt eine strukturelle Transformation so eine Art Übernahme gab. Also Zeitungen, die es in der DDR schon gab, wurden einfach übernommen. Wie sah das aus? Ganz spannend. Das könnt ihr ja wahrscheinlich nicht sehen. Das ist aus der Zeitung Journalistik. Im Mai 1990 sind quasi diese Art von Listen ging rum. Und auf diesen Listen sieht man hier auf der rechten Seite jeweils westdeutsche Verlage. Oh no, sorry, das sind die ostdeutschen Zeitungen. Auf der linken Seite sind, oder andersrum, ist ja auch egal, welcher westdeutsche Verlag welche ostdeutsche Zeitung kaufen wollte. Wir reden hier vom Mai 1990. Das sind also noch 4 oder 5 Monate vor der deutschen Einheit. Da war im Prinzip der damalige DDR-Pressemarkt schon aufgeteilt unter westdeutschen Verlagen. Das ist jetzt vielleicht für euch nicht wirklich spannend und ihr denkt so, ach, ist ja alles irgendwie, ist ja halt Geschichte, ist vorbei. Nee, ist es eben nicht. Weil durch diese quasi frühe Aufteilung von DDR-Zeitungen ist quasi, was passiert ist, und das wurde schon 1992 in Studien belegt, dass sich letztlich strukturell an dem ostdeutschen Pressemarkt nichts verändert hat. Also hier ein ganz bekannter Wissenschaftler sagt im Prinzip, dass sich letztlich die Strukturen, dass sie quasi den Grenzziehungen der SED nachgebildet waren, weiter, zwar nicht für politische Ziele, sondern für wirtschaftliche. Das heißt, wenn man sich einfach strukturell den Pressemarkt im Osten Deutschlands anguckt, kann man im Prinzip sagen, dass der heute noch so aussieht wie zu DDR-Zeiten. Also hier vom Katapult-Magazin, ganz wirklich cool gemacht, sehen wir, dass bis heute im Osten Deutschlands die ehemaligen SED-Bezirkszeitungen die dominanten Monopolzeitungen sind. Das heißt, wir haben Einzeitungsregionen, die weiter von einer Zeitung der ehemaligen SED-Bezirkszeitung quasi monopolisiert werden, die damals nämlich ganz früh von westdeutschen Großverlagen übernommen wurden. Die Folgen für die ostdeutsche Lokalpresse, von dem, was ich euch gerade erzählt habe, war, dass diese krassen Zeitungen, diese Zeitungsexplosion, diese 100 Zeitungen oder 120 Zeitungen, die gegründet wurden, die gingen ziemlich schnell ein. Innerhalb von 2 Jahren waren so ziemlich fast alle von denen wieder tot. Innerhalb von 5 Jahren waren es im Prinzip alle wieder weg vom Markt. Also es gab eine ganz krasse Zeitungskonzentration. Das heißt, von diesem Pressefrühling, den es eigentlich mal gab, ist nicht wirklich viel übrig geblieben, sondern was halt übrig geblieben ist, war Marktkonzentration. Also die SED-Bezirkszeitung, die bis heute weiter den Osten quasi dominieren. Und was wir jetzt dazu haben, ist, dass Zeitungen, das wissen wir alle, eben auch einen Markt bedienen. Das heißt, wir haben hier zwar regionale Bezirk oder regionale Zeitungen, die aber ganz klar auch Profit machen müssen und in der Eigentümerschaft von westdeutschen Verlagen sind. Und die Konsequenzen hier sind wirklich gravierend. Also wir haben im Prinzip kaum strukturelle Investitionen in die Presselandschaft in Ostdeutschland durch diese westdeutschen Verlage. So, das ist jetzt quasi die Regionalpresse in Ostdeutschland. Was hat es für Konsequenzen für ganz Deutschland und eben auch für die überregionale Presse und auch Berichterstattung? Also eine Folge ist zum Beispiel, dass die überregionalen Medien vor allem westdeutsch dominiert sind. Also das haben wir auf Prinzip auf allen Ebenen. Ja, also wir haben, was ich gerade gesagt habe, wir haben halt fehlende Investitionen der großen westdeutschen Verlage, die Regionalpresse im Osten, deren Eigentümer sind, die im Prinzip kaum investieren, weil es einfach keine Priorität hat in Infrastrukturen und eben auch in Personal. Wir haben aber eben auch, und das ist eine Folge dieser Transformation 89-90, wir haben kein ostdeutsches überregionales Leitmedium. Also wir haben im Prinzip kaum ostdeutsche Stimmen oder Perspektiven im deutsch-deutschen Diskurs oder halt im überregionalen Diskurs, auch weil wir halt eine Unterrepräsentanz von ostdeutschen Redakteuren, Chefredakteuren und eben auch Journalistinnen haben. Bei Journalisten ist es nicht ganz so, aber eben auch vor allem Führungspositionen kann man Ostdeutsche heutzutage an seiner Hand abzählen.
Und letztlich, also da, wir könnten noch andere Punkte anbringen, aber letztlich eine Folge dessen ist, dass es halt eine Perspektivverengung gibt. Also dass wir halt vor allem westdeutsch dominierte überregionale Medien haben, die dann natürlich keine Perspektiven aus dem Osten haben und immer den Osten erklären müssen. Da kommen eben diese Inhaltsstudien, von die ich euch von gezeigt habe, da kommt das her. So, Folgen für die Berichterstattung jetzt explizit am ländlichen Osten. Ja. Also wir haben halt grundsätzlich auch in den Medien, wir haben immer ein Stadt-Land-Gefälle. Also wir haben vor allem eben große überregionale Zeitungen, die eben vor allem von Städterinnen für Städterinnen sind. Und das haben wir jetzt noch in diesem Ost-West-Gefälle. Das heißt, jetzt explizit auch für die überregionalen Medien, wir haben halt Journalistinnen, die aus den Städten, die vor allem auch für westdeutsche Städterinnen schreiben. Alle, also wer fällt da raus? Da fällt halt jeder raus, der nicht in großen Städten wohnt und vor allem eben auch nicht in Westdeutschland. Dieser Stadtblink heißt auch, dass der Osten, aber eben auch der ländliche Osten erstmal relevant gemacht werden muss. So kommen so Titel zustande wie In the Middle of Nicht, weil die können nur funktionieren, wenn quasi eher für städtische Blicke quasi, warum würde uns sonst der Osten interessieren und gerade eben doch das Land? Nur wenn wir selbst irgendwie uns darin sehen. Und es gibt halt blinde Flecken. Also was ich vorhin gesagt habe, dass lokale Gemeinden, Infrastrukturen, Sozialstrukturen überhaupt nicht gesehen werden. Und eine Konsequenz dessen ist, dass eben auch Initiativen nicht gesehen werden. Also was Kultur, Theater, alles, was es an Feuerwehrvereinen und so, dass das einfach das rausfällt, weil es nicht relevant scheint und wir deshalb aber immer quasi ähnlichen Mustern folgen und wir dann eben schreiben oder eben hören in den Medien, vor allem eben über Rechtsradikalismus für Arbeitslosigkeit, aber eben nicht sehen, was es eben alles noch gibt und wie divers verschiedene Regionen sind, kulturell, aber eben auch geschichtlich. Das heißt, Initiativen vor Ort werden nicht gesehen und so gibt es eben ganz viele mediale Löcher, vor allem eben über die ländlichen Regionen im Osten Deutschlands. So, jetzt habe ich versucht, das ganz schnell zu machen und möchte aber auch noch wenigstens ein paar Lösungsansätze geben, ja? In dem Wissen, dass es im journalistischen Alltag aber auch echt schwierig ist. So, also wie gesagt, strukturelle Gründe kann man als Individuum nicht auflösen. So. Und trotzdem würde ich gerne doch noch anregen, also quasi viele Probleme, über die wir reden und die wir gerne auf den Osten abschieben, sind keine ostdeutschen Probleme. Rechtsradikalismus, Populismus, die AfD, das sind ostdeutsche, aber sind eben auch gesamtdeutsche Probleme, wenn nicht europäische Probleme. Und es reicht nicht, immer zu sagen, der Osten ist es. Weil da, also erstmal lassen wir dadurch, spalten wir auch die Bevölkerung im Osten ab und zweitens machen wir es uns dadurch zu einfach, gesamtgesellschaftliche Entwicklungen zu betrachten. Das heißt, auch in der Berichterstattung strukturell ähnliche Regionen in Ost und West gemeinsam denken. Also wie zum Beispiel bei den Wahlen. Jetzt kam erst gestern wieder raus, die AfD wird wahrscheinlich, also ist aktuell bei 18%, potenziell für die nächsten Bundestagswahlen. Und das eben nicht nur in Ostdeutschland. Das heißt, wie können wir gerade bei Wahlen eben auch mehr denken als einfach nur, es ist die Schuld der Ossis. Und dann, gerade wenn man eben Kontext bietet, bei Kontext braucht es immer, auf die Sprache achten. Also gibt es diesen Auslandsduktus? Muss irgendwie, erklären wir den Ossis, wie ihr Leben funktioniert, um es quasi westdeutschen relevant zu machen? Welche Sprache benutzen wir und wie können wir hier vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein? Zweitens, Themensetzung. Der Osten ist keine homogene Region, sondern es gibt verschiedene Regionen innerhalb des Ostens, die vielfältig sind, die verschiedene Geschichten haben, die Kultur haben und das quasi mit einbeziehen, wenn auch immer wir über den Osten sprechen. Und der coole Osten, den gibt es nicht nur in Berlin, sondern den gibt es auch außerhalb von Berlin. Wenn wir über den Osten reden, also vor allem eben über Berlin, spalten wir halt eine ganze große Region ab. Und hier eben auch, ich bin gleich fertig, regionale Initiativen vor Ort beleuchten, wie zum Beispiel Bürgerinnenräte. Es passiert ganz viel. Ich habe eine Zeit in München gewohnt. Wenn ich nicht aus dem Osten kommen würde, würde ich es nicht wissen.
gerade eben auch im Bereich der der Bildungsarbeit, was es wert wäre, für ganz Deutschland auch in den Medien des Großen mit aufgenommen zu werden. Und dann drittens Quellen. Also ich weiß, es ist irgendwie schnell, die üblichen Quellen anzuzapfen, weil man hat eh wenig Zeit. Aber es gibt eben auch andere Multiplikatoren. Es gibt Gemeindemitglieder, die man kontaktieren kann. Sozialstrukturen einzubeziehen, die es halt vor Ort gibt und nicht immer den ausgetretenen Faden folgen, weil man es eben immer schon so macht. So, das war jetzt ganz schnell. Damit bin ich am Ende und freue mich auf eure Fragen. Danke. Danke, Mandy Tröger. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Da ganz hinten. Ich laufe. Ja, hallo. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist dieses Zeitungssterben. Warum war dieses Zeitungssterben so stark, obwohl doch eigentlich westdeutsche Verlage mit Geld da eingegriffen haben? Also warum sind da nur die DDR-Zeitungen übrig geblieben? Und das zweite ist, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr vom Katapult erzählen, weil ich finde, das ist ein sehr tolles Objekt und eigentlich also für Hoffnung für ostdeutsche Zeitungen eigentlich sehr gut. Ja. Genau. Danke für die erste Frage, das ist meine Herzensangelegenheit. Und du hast total recht, aber du hast im Prinzip in der Frage waren schon Problem, quasi das Problem und die Antwort. Es gab 120 Zeitungsneugründungen, die sich erstmal gründen mussten. Das hieß, das waren vor allem Bürgerrechtlerinnen, normale Bürgerinnen, die kaum Kapital hatten. Da haben die großen westdeutschen Verlage kaum eingegriffen. Es waren dann eher so Eigengründungen oder sie hatten halt zusammen mit Regionalzeitungen aus dem Westen in diesen Grenzregionen kleine Regionalzeitungen gegründet, wo das Geld hinfloss von diesen westdeutschen Großverlagen, war in die SED-Bezirkszeitungen. Das waren letztlich die übrig geblieben sind, weil diese SED-Bezirkszeitungen waren im Prinzip Gelddruckmaschinen. Die hatten Abonnentenzahlen, die hatten Auflagen von 200 bis 500 oder 600.000 Stück am Tag. Und da haben sich die Großverlage drum gerissen, weil sie wussten, das ist irgendwie so eine Geldmachmaschine. Dadurch, dass halt diese großen Zeitungen gekauft wurden und dann auch die finanziellen Ressourcen hatten, konnten die innerhalb von ihren Regionen nochmal mehr auffahren. Und die kleinen Zeitungen, die quasi von unten wachsen sollten, hatten damit kaum eine Chance. Also eine ganz spannende Geschichte und ist auch wirklich eine traurige Geschichte. Habe ich ein Buch zugeschrieben, können Sie gucken. Die zweite Frage, Katapult, ist auf jeden Fall ist ein tolles Projekt. Und das ist auch genau eins von diesen Projekten, die viel mehr auch, also ich glaube, das kennt man auch, das steht auch in, kennt man nicht, kennt man doch. Also, okay, also Katapult, für die, die es nicht kennen, kann man auch nochmal nachgucken. Es ist wirklich eine tolle Zeitschriften- oder Zeitungsprojekt mit einer jungen Redaktion, die auch ganz viel machen und kritische Berichterstattung machen zu wem gehört der Osten. Also die wirklich, die arbeiten auch ganz viel mit diesen Karten, die ich vorhin gezeigt habe, um das irgendwie bildlich zu machen und eben auch wirtschaftliche Ungleichheit in Deutschland zu zeigen. Die machen das auf eine ganz tolle Art und Weise und das ist zum Beispiel wirklich ein Projekt, wo man denkt, so cool. Ja? Aber so eine Projekte, das ist jetzt ein Medienprojekt, so eine Projekte gibt es in ganz Ostdeutschland und eben nicht nur in Berlin. Und aber jetzt explizit für Medien auf jeden Fall ein ganz tolles Projekt. Also für die jetzt gerade den Kopf geschüttelt haben, einfach mal googeln oder bingen oder so, weil Google sollte man ja nicht unterstützen, obwohl sie gerade da drüben sind. Okay, ja, 5 Minuten noch. Hier vorne ist noch eine Frage. Also gerade in der Einleitung war es ja sehr auf Printmedien. Ich wollte fragen, wie es denn mit neuen Medien aussieht. Also vielleicht sogar Instagram-Kanäle oder sonstiges. Gute Frage, ist auch eine sehr relevante Frage, weil natürlich durch digitale Medien wir alle mehr Möglichkeiten haben, Informationen zu produzieren, aber eben auch zu kriegen. So, Instagram. Bei Instagram würde ich jetzt gar nicht, mir geht es um die Medienlandschaft. So, und wenn wir jetzt zum Beispiel über Medien reden, und wir reden ja zum Beispiel über Zeitungen, aber eben auch über den Rundfunk, die nutzen neue Medien. So. Das Problem ist, wenn wir jetzt einfach nur sagen, wir haben ja jetzt neue Medien und jetzt können alle irgendwie Journalismus machen.
was braucht wirklich guter Journalismus, um funktionieren zu können? Den kann man nicht mal so nach der Arbeit machen. Wirklich guter Journalismus, um funktionieren zu können, braucht Ressourcen, braucht Institutionen und braucht den Raum. Jeder, der im Journalismus arbeitet, weiß, dass es ein... Also ohne das geht's nicht. Und deshalb ist diese Idee, wir haben jetzt alle Instagram, das Facebook und dann unsere Daten ist ja nochmal so eine andere Sache, aber funktioniert in dem Sinne nicht, dass um wirklich gute Recherche zu machen und das quasi zu machen, was ich gerade hier gesagt habe, braucht es Leute, die nichts anderes machen, die dafür auch gut bezahlt werden. Das würde ich immer sagen, aber was man zum Beispiel sagen könnte, ist, ich habe jetzt hier viel über Zeitungen gesprochen, was mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja, also irgendwie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ist ja dafür da, aus den Regionen für die Regionen berichten, genau, und da liegt zum Beispiel eine Möglichkeit, ja, allerdings muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das wissen wir auch, ist auch gerade im Reformprozess, und da würde ich auch davon wirklich darauf plädieren, habe ich auch zugeschrieben, wie man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren müsste, also quasi Mittel verschieben müsste, weil aktuell, so wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk funktioniert, die Mitarbeiterinnen komplett außen vor gelassen werden und letztlich Mitarbeiterinnen auch so verschoben werden. Es gibt ganz viele Einsparungen. Was es eigentlich geben müsste, wäre mehr Ressourcen in die Berichterstattung aus den Regionen für die Regionen und nicht mehr Einsparungen und quasi Mitarbeiterinnen in diesem ganzen Reformprozess außen vor lassen. Dafür wäre ich. Ja. Hier war noch eine Frage. Ja. Hi, du hast Katapult erwähnt. Ich wollte fragen, ob du noch mehr Positivbeispiele hast. Ja, ist eine gute Frage. Ist eine gute Frage. Also es kommt immer so ein Positivbeispiel, die Zeit im Osten. Finde ich jetzt irgendwie nicht schlecht, aber finde ich auch nicht wirklich super, weil es die Zeit im Osten auch nur im Osten gibt. So. Also eigentlich finde ich, müsste es die Zeit im Osten auch im Westen geben. Also ich kann mich erinnern, es gab mal so die 100 besten oder erfolgreichsten Ossis oder so. Genau. Warum? Also das wäre doch mal total spannend, diese Ausgabe im Westen, weil keiner weiß, wer irgendwie, weil Clouseau kennt man vielleicht, ich weiß noch, dass der damals dabei war, aber warum gibt es die Zeit im Osten nur im Osten, wenn es doch um ganz Deutschland gehen sollte? Deshalb ist es ein Positivbeispiel mit Ausbaufähigkeit. So. Vielleicht gibt es andere Leute hier im Publikum, also eine Sache, die jetzt, weil ich gesagt habe, irgendwie alle SED-Bezirkszeitungen gehören westdeutschen Verlagen. Es gibt eine Ausnahme mittlerweile, das ist die Berliner Zeitung, das wissen wahrscheinlich viele, dass die jetzt quasi Ostdeutschen gehört. Würde ich auch nicht unbedingt als positiv, also obwohl ich für die schreibe, aber es ist jetzt auch nicht wirklich ein positiv Beispiel. Es gibt digital so ein paar Sachen, aber jetzt richtig strukturell fällt mir nichts ein, aber vielleicht gibt es andere Ideen. Hier war noch eine letzte Frage. Danke. Und zwar, ich würde gerne noch mal auf den... Sorry, hier. Ich bin die Achter. Okay. Auf der Titel, so ist er, der Ossi, ist aus meiner gefühlten Wahrnehmung vielleicht einer der harmloseren. Ich fand insbesondere zu den Zeiten, als Pegida ganz stark war, gab es wirklich in den westdeutschen Medien oder in den überregionalen Medien nochmal eine ganz andere Berichterstattung, auch flächendeckend. Und genau, wollte einfach nur die Frage spiegeln, ist das eher meine Wahrnehmung oder würdest du das teilen, dass es da wirklich nochmal auch ganz andere Spitzen gab, wie der Ost noch dargestellt wurde? Ja, total. Also absolut. Ich denke, also so ist er, der Ossi ist immer ein ganz gutes Beispiel, weil damit können das kennen viele noch so. Bei den Pegida bin ich mir nicht ganz so sicher, aber es hat sich auf jeden Fall zugespitzt. Was grundsätzlich negativ ist, also ich versuche ja auch mal positiv zu sehen, eine positive Folge daraus ist, dass es jetzt grundsätzlich gefühlt mehr Interesse gibt am Osten. Also irgendwie, alle kriegen irgendwie mit, irgendwas läuft falsch. So. Und also ich kann es jetzt nur sagen für meine Forschung. Ich bin in die USA gegangen, weil ich die Forschung in Deutschland nicht hätte machen können damals. Das hat sich jetzt wahrscheinlich geändert. Also ich könnte jetzt auch auch in Deutschland machen. Aber damals war es einfach das Interesse nicht da und eben auch nochmal eine kritische Perspektive auf Kapitalinteressen hier und dann oder selbstkritisch auch, wäre so nicht funktioniert. Ich glaube, dass das jetzt anders ist. Also auch, dass ich jetzt hier zum Beispiel vortragen kann mit so einem Thema, ist ja auch ein Beispiel dafür. Vielen Dank, Maddie Tröger. Wir müssen leider weitermachen. Vielen, vielen Dank. Applaus